Hallo und herzlich willkommen zu einem News-Video seit langem mal wieder. Ich bin's euer Bartek, bei mir ist euer Christopher. Herzlich willkommen. Und es ist jetzt nicht wirklich News, weil vieles von diesen News ist schon eher Old News, aber wir haben sie einfach nicht gecovert und sie sind durchaus relevant und ich denke Sie mal, waren relevant, nicht? Sie sind auch immer relevant, weil sie auch zukünftig noch relevant werden und ich denke mal... Sein können. Vielleicht. Und ich denke mal, viele haben das nicht gesehen. Haben es vielleicht nicht... Bitte, viele Leute haben das nicht gesehen. Nicht mitbekommen und ja? Deswegen machen wir das jetzt. Wir fangen nämlich an mit News vom 13. Mai. Ja, ich weiß, das ist schon eine Weile her. Her, nicht? Aber das war, ist überhaupt nur auf der Seite von... Ja, von Wizards wurde das gepostet. Nein, eben nicht. Geh weg, Alter. Keine Ahnung. Ich erkläre das jetzt, damit es schnell abschließt. 13. Mai. So, für die Saison 2022, geh weg. Nein, 23, komm, sonst wäre ich mal geschimpft, dass ich nichts sage. Du hast ja nichts gelesen, ich weiß ja nicht, was geht. Du kannst ja nicht meine Mini-Notizen so, nehmen. Doch, doch, der Fokus auf Real-Life-Play kommt zurück, aber digital bleibt. So steht das da, so gebe ich das wieder. Digital bleibt. No, no, nicht. Also, Wizards of the Coast hat beschlossen, dass Real-Life-Play relevanter ist, als wenn man vom Computer alleine sitzt und traurig ist. Dementsprechend möchten sie, dass Leute wieder zusammenkommen und Papier Magic the Gathering spielen, wie es eigentlich gedacht war. Aber digital bleibt. Okay? Also Arena wird es weitergeben, es wird Arena-Support geben, es wird natürlich auch Turniere auf Arena geben. Ja, also für... So, er hat sich wieder, er kann weitermachen. Danke. Für 22, 23 kommt es eben neu, da weiß man noch nicht, wie es genau ist. Sie haben gesagt, der Fokus wird jetzt mal auf lokalen und regionalen Sachen dann liegen, eben auch noch immer wegen Covid. Aber digital bleibt. Aber digital bleibt. Die 21 und 22 Season, also die kommende, ist jetzt, wird so gehandhabt, wie es jetzt ist, sozusagen. Okay, keiner weiß wie. Ich weiß es nicht. Ja, es gibt halt diese Set Championship Struktur, die bleibt. Es gibt wieder einen fetten Preispool von $450.000. Vielleicht soll ich mich doch informieren, was man da gewinnen kann. Genau, es gibt diese League Weekends und Gauntlets wird es aber dafür nicht mehr geben im 21-22 Season. Was ist das? Das nicht so wichtig. Ich kenne das nicht. Das ist auch für die meisten Leute ziemlich irrelevant, weil sie stampfen auch die Magic Pro und die Rivals League ein. Ja, genau, die habe ich nie verstanden. Ja, das war diese Elite-Gruppe von diesen 2x24 Hanseln, die halt da Inzest betrieben haben und nur mit sich selber gespielt haben. Und das haben halt die Leute sich anschauen sollen, damit sie gehypt sind. Und aber das hat original niemanden interessiert, ja, oder? Ja, ich habe es mir schon ab und zu auch angeschaut. Aber es war halt, wenn man halt selber nicht das Gefühl hat, man hat eine Chance, hinzukommen, ist halt schon sehr, ist halt weniger interessant. Die Sache ist, es waren ja auch Leute dort, die nicht relevant waren. Entschuldige, das jetzt so. Also, ja, doch die Pros, die man von früher kennt, aber dann waren irgendwelche Streamer, die ich einfach nicht kenne. Nein, nein, aber haben sich schon dort auch Leute halt wirklich das digitale Play halt in diese Pro-Szene reingespielt. Deswegen bleibt digital. Deswegen bleibt digital, aber diese elitäre Ligen hören sie auf. Was ich halt, was ich persönlich cool finde, weil sie damit halt wieder auch Geld und Ressourcen frei machen für das echte Gathering, wie es so schön heißt, aber halt die ganzen Pro-Player haben alle furchtbar geweint. Tut mir leid. Am 17. Juni gab es jetzt dann noch ein Update eben zur 2021 Season und eben wie es halt dann weitergeht. Alles bleibt gleich. Im Großen und Ganzen bleibt es jetzt mal wie gehabt, diese Qualifier bleiben gleich, nur halt diese Leute, die sich da alles qualifizieren sich dann für die World Championships. Start halt wie diese MPL und diese Rivals League weiter. Also das war einfach nur eine Ankündigung für die Ankündigung, oder? Das erste war eine Ankündigung für die Ankündigung, damit man gehypt ist, dass... Das ist ja wie in Österreich. Ja, auch wie wenn du eine Ankündigung für eine Ankündigung hast, von Dienstag auf Donnerstag. Ja. Am Dienstag gibt es Pressekonferenz, zu sagen, am Donnerstag haben wir eine Pressekonferenz. Genau. Vielen Dank, danke. Ganz wichtig. Kommen wir weg von diesen ganzen Pro-Play-Geschichten. Das ist eine gute Idee, ja. Wir kommen zur Secret Layer Universe Beyond Update. Das ist die nächste Ankündigung von Ankündigung. Da ist auch noch nichts gesagt worden, oder? Nein, das war jetzt am 7.6. war das schon. Und zwar, Universe Beyond wissen wir ja, was das ist. Das ist eben diese Crossover-Geschichte. Und sie haben ja auch gesagt, es wird es wie ein Secret Lair geben, so wie es bei Walking Dead gegeben hat. Und jetzt haben sie was announced, was wirklich geil ist. Ich bin echt mega dankbar. Und zwar haben sie gesagt, sie werden, wenn sie neue Karten in Secret Lair rausbringen, die circa 6 Monate später in einem anderen Design auch eine normale Magic-Karte rausbringen. Und zwar auch mit einem anderen Namen, also jetzt, wenn es, keine Ahnung, jetzt irgendeine Walking-Dead-Figur ist. Aber du kannst dann die Karte nur
nicht als 8 Kopien spielen, genau, sondern nur als 4. Wie sie das machen, haben sie zwar nicht gesagt, aber sie haben... Oh. Wäre das nicht wie bei den Godzilla-Karten am sinnvollsten? Ja, nein, aber sie haben eben gesagt, das ist nicht das Godzilla-Treatment. Na jetzt ja oder nein? Nein, sie haben gesagt, das ist nicht das Godzilla-Treatment. Ja, das ist nicht korrekt. Ich finde, das Godzilla-Treatment war gut. Ja, aber das wollen sie eben nicht, damit die, das Design-Space halt open ist, sozusagen. Wenn halt drunter dann steht, ist in Wirklichkeit Path to Exile, dann wollen sie das halt nicht. Ja. Aber das wäre doch sinnvoll. So, wie sie es lösen, weiß ich eh nicht, weil sie haben offiziell gesagt... These cards will be considered equivalent game pieces. Und das heißt, man kann nur entweder 4 bzw. 1 abhängig vom Format spielen. Oder ich spiele 2-2. Geht wahrscheinlich auch, ja. Geht wahrscheinlich auch. Weil du die größte Grenze bist, spielst du 2-2 einfach. Und wie kommt man zu diesen Karten dann? Sie werden diese Karten, nämlich diese Reprints und Anführungszeichen von diesen Universe Beyond Secret Lair Karten, in The List reinhauen. Das heißt, Z-Booster. Sie werden nie Standard oder Modern legal sein. Genau, sie werden nie Standard oder Modern legal sein. Was ist der nächste, die nächste Niederlage? Aber sie kommen halt dann in die Z-Booster rein und sie werden dort mit einer höheren Frequenz sein als die anderen List-Karten, okay, damit man halt auch eine höhere Chance hat, sie zu kriegen. Gut. Das finde ich alles mega korrekt, muss ich gestehen. Finde ich auch korrekt, außer dass es nicht oben steht, welche Karte das ist. Das finde ich schlecht. Das ja, finde also ich eine Niederlage, wirklich. Dieses Lösen werden wir noch sehen, aber ja. Also ich finde, das mit den Godzilla-Karten war wirklich gut gelöst. Ja, habe ich eine klare, saubere Lösung gefunden, aber ja. Dann kurz, also jetzt am 9. Juni haben sie dann schon gesagt, was hey, das, wir sind ja schon fast am jetzigen Datum. Was das erste Secret Lair Crossover Universe Beyond sein wird, und das wird mit Stranger Things sein. Kenne ich leider gar nicht. Stranger Things ist eine Netflix-Serie, für die das nicht kennen. Ich habe, es gibt 2 Staffeln, es ist so 70-80-Jahre-Stil-mäßig. Sehr cool, ist halt ein bisschen so Horror, creepy, ganz witzig. Also ich habe sehr coole Serie, kann ich sehr empfehlen. Und da machen sie halt jetzt ein Crossover. Da gibt es halt vier oder 5 Hauptcharaktere jetzt. Ist schon eine Weile her. Ich habe 4 Hauptcharaktere. Das sind halt der Jugendliche. Ja, und es ist halt so mit einem Paralleluniversum und halt Monster und solche Geschichten. Also richtig, richtig nett gemacht. Auch mit so ein bisschen, wie soll man sagen, Hyperfähigkeiten hat die eine. Also ja, bin ich gespannt, was sie da machen. Ich kann auch keine Karte announcen, ich kann auch nichts herzeigen, deswegen nur das. Und das Letzte, was am selben Tag announced wurde, das machen wir ja auch selten in Wirklichkeit, Banned and Restricted Announcement war nur für Historic, und zwar haben sie Time Warp gebannt. Deswegen war es für uns irrelevant. Deswegen machen wir es nicht, weil wir Historic in Wirklichkeit nicht machen. Einfach war das, die letzte Championship hatten von 5, also von den Top 8 waren 5 Decks, die halt Time Warp gespielt haben. In der Top 4 waren alle 4 Decks Time Warp, die gespielt haben. Ja, yeah, das war Brainstorm Time Warp. Was? Ja, es war halt dieses, dieser Drache, Lorehold Dragon Time Warp. Ja. Und sie haben, und halt auch Nif, wie ist das? Nif Mastery? Das ja, Nivix Mastery. Genau. Und da haben sie gesagt, und da haben sie sich entschieden, Time Warp zu bannen davon. Was ich interessant finde, weil ich finde zum Beispiel das Mastery, was ja auch gut ist mit dem, mit diesen Prismari Spells, halt eigentlich die schlimmere Karte. Aber okay, das wurde jetzt gebannt, und ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich meine, Historic, wie gesagt, ist ein Format, was wir nur am Rande immer bearbeiten, aber ja, das auch erwähnt. Das war es auch schon wieder. Ich werde zu all diesen News die Links zu den Artikeln in der Beschreibung haben, sodass, wenn man das sich genauer anschauen möchte, da gerne nachlesen kann und ohne was suchen zu müssen. Am interessantesten finde ich eigentlich diese Universe Beyond-Geschichte, dass sie das mit diesen Karten so lösen, dass man die Karten doch kriegen kann, auch wenn man das jetzt nicht jetzt bei Wizards, keine Ahnung, 40 Euro dafür oder 50 Euro dafür ausgeben will. Das finde ich schon nice. Ja, und ansonsten finde ich es auch sehr nice, dass sie irgendwie sagen, es werden halt Grand Prix, Magic Feste, whatever zurückkommen. Ja, sie haben es zwar nicht wirklich gesagt, aber die Hoffnung ist halt da. Finde ich gut. Gibt es noch Input von dir? Nein. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Sorry für meinen Lachanfall am Anfang. Kein Problem. Die Kollegen hinter der Kamera haben sich da einen Affen gemacht und ich konnte mich nicht zurückhalten. Schimpfst du unsere netten Kollegen jetzt Affen oder was? Nein, sie haben sich aufgeführt, Werner. Ja, ich habe schon verstanden. Und willst du jetzt sagen, Affen sind schlecht? Bist du ein Affenhater? Nein. Ah, eben. Ihr könnt gerne einen Kommentar unter Video hinterlassen. Ich mag gerne Raga waren. Ja, ist ein guter Affe. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen. Ihr könnt uns im Spiel am Wiener treffen. Ihr könnt gerne das nächste Video anschauen. Und uns natürlich sonst auch irgendwie erreichen. Ich habe den Faden verloren. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Baba. Tschüss. So, News abgeholt. Das war wieder ein sehr edles News-Video.